Hallo liebe Minecraft-Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Es gibt ein paar komische Dinge, die mir gerade auffallen. Hier fehlen die Frequenznamen. Aber sonst passt alles. Ja. Ich hasse euch. Habe ich das euch schon mal gesagt? Mir fiel es ja letztens auf. Dort oben bei unserer guten Stoppuhr, dass da irgendwas nicht so ganz passt, oder? Mir fiel es doch auf. Jetzt mal ganz im Ernst. Mir fiel es auf, euch fiel es auf. Ich hasse es. Jetzt das breaken. Müssen wir eben löschen und erstellen. Ja, wir wissen jetzt, eine Minute fehlt. Der Counter hat ja den Rest gespeichert bisher. Sehen wir das. Wird klar, die Sekundenzahl wird jetzt nicht gleich bis 60 gehen. Sein wird jetzt genau, und das finde ich das Gute am System. Also ja, im Nether waren wir nicht, also ich war drin, habe dort mal nach dem Emerald Ohr gesucht, keine Chance. Stadtdelle das ist die Folge für den Freitag. Ja, gut, dann passt. Ich habe eigentlich gar keine Lust fortzufahren. Na, ganz im Ernst. Kurze Entfernung zur Außenbrandweite, wo noch nichts gerendert ist, so mir gerade. War schon wieder was gerendert. Gehen wir runter zum Taubenkraftaltar und laufen dann weiter in Richtung Süd. Um euch den Laufweg zu sparen. Weiter Richtung Süd. Ja. Woher ist das See? Oben an der Karte. KBR ist drin, ist jetzt aus. Oder ich könnte auch noch F3 drücken und hätte dann da bei F das South. North. Blickrichtung ist das quasi. Sogar noch mit Angabe in Sekundenkommastellen und weiter im Extrilasten, sonst was Scheiß. Den kein Mensch braucht. Nee. So ist das Leben. Unsere Stoppuhr, ob die so richtig geht, weiß ich auch nicht. Aber wir haben zumindest eine grobe Anpassung. Gut, der Chunk fehlt. Da eigentlich haben wir einen Mod drin namens Move Village und wir müssten jetzt eigentlich sofort Villager-Dörfer finden. Village heißt das Ding. Ja. Weiß auch nicht, ob das der richtige Mod war. Aber eigentlich, soweit wie ich das verstanden habe, kriege jetzt hier keine Villager-Dörfer. Das regt mich schon wieder auf. Wisst ihr, ich wollte jetzt einfach kurz Villager-Dorf, Wegpunkt, nach Hause, die Sachen holen und
dann Zweck. Dann wären nämlich andere Probleme eigentlich. Ich habe keine Probleme. Probleme hat Emma. Ja, Emma. Emma musste sterben. So, ich hab so mal gehört, in irgendeiner Folge hätte ich mich ausgedrückt, in Minecraft wäre standardmäßig keine Schere dabei. Hab ich so gehört. So, jetzt mal zum Logischen. Falle eines Falles. Andere Leute haben das auch noch falsch aufgefasst. Minecraft ist schon standardmäßig eine Schere dabei. Schere, die Erkenntnis des Lebens. Aber wozu könnt ihr noch mehr Geld machen? Und mit dem Ding ist keine Schere enthalten. Es sind alle möglichen Werkzeuge enthalten, aber leider keine Schere. Das wollte ich damit eigentlich mal ausdrücken. Vor langer, langer Zeit, als ich diesen Gedanken noch hatte. Und ich noch Suizid begehen wollte. Ja. Damit ist nicht zu spaßen. Hier ist genauso kein Bildschirm. Ich weiß aber, die Char ist hundertprozentig drin. Ich habe sogar 10-mal überprüft. Nein, 3-mal. Ja, vielleicht werden wir ihn noch irgendwann finden. Das ist jetzt schon wieder doof. Waren wir bei dem Punkt, bei dem Thema. Der ist so richtig doof ist einfach. Weil man sich was für eine Folge vornimmt und dann schafft man sich. Dann bauen wir das bei ein Haus. Und links zumindest das bei Grundstein. Jedes Haus in dem Modpack 6 Spieler steht mindestens. So. Das war der Wecker. Also, stimmt, das ist ja alles Schiesel. Schiesel, 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 da, Schiesel. Gibt doch ein Tier-Schiesel jetzt. Ist das teuer. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir die Ressourcen reinkriegen. Nee, Schiesel ist eigentlich richtig cool. Weil ihr könnt mich richtig schießeln. Schießeln. Schießen in Schiesel, Schieseln. So, nein. Schiesel. Also jetzt Haus bauen habe ich eigentlich keine Lust, das stimmt. Ja. Habt ihr jetzt hier die ganzen Blöcke? Das könnt ihr quasi wieder rausnehmen und könnt mit denen weiterbauen. Natürlich können wir die jetzt da reintun und können wieder die normalen machen. Das wäre jetzt kein Problem. So, jetzt müssen wir einen Grundstein nehmen. Gothic, fuck. Kack Villager-Dorf. Regt mich schon wieder auf. Regt mich schon wieder auf, bitte. Wir könnten ja mal so sagen, wir holen Ernie einen Geschäftsmann herbei, der leid uns den immer weiß. Und dann, wenn ich es irgendwann gepackt habe, ein Villager-Dorf zu finden, es geschnallt hat mit more villagers. Villagers, nicht Villager. Hab ich Villager drin? Warte mal. Mods eingeben. M. Ja, zufälligerweise, ich mache das hier auf eurem Bildschirm, ja? Ich gehe einfach hier rechts raus. More villages. Ja. More villages habe ich drin. 1, 3, 1. So. Falls irgendjemand weiß, warum der trotzdem keine Villager Dörfer. Ich sehe ja gerade dort unten hingerannt. Ich glaube, das ist jetzt genug Fläche. Und ich kenne den Mod. Und da sind arg viele Villager Dörfer eigentlich. Zumindest wo man den Mod wirklich drin hatten. Das Game ist extrem. Ja. Das war bei meinem Haus.
Vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Ich wollte mit euch über den Böhmestens reden. Ist aber ganz schön laut, wenn ich hier Bäume abreiße, mit euch über den Sinn des Lebens zu reden. Ja, also was ist der Sinn des Lebens? Kann es mir jemand von euch sagen? Ich überlege oft, ob das Leben überhaupt Sinn macht, ob es Sinn macht, weiterzugehen, jetzt nicht falsch verstehen. Nur, was hat es für einen Sinn, wenn ich morgen aufstehe? Was hat es für einen Sinn, wenn ich heute Abend zu Bett gehe? Was hat einen Sinn, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich zur Schule gehe? Es hat den Sinn, zu funktionieren. Jede unserer Handlung ist darauf aufgelegt, weiterzuleben. Oder ein bisschen Spaß zu haben. Aber Spaß braucht man, um weiterzuleben. Sollte mal Suizid beginnen. Also, folgendermaßen. Stell dir das mal vor. Das erste, was man ja macht, um sich zu bilden, ist eigentlich die Schule. Da geht es ja schon los. Warum geht man zur Schule? Um später eine Ausbildung zu machen, beziehungsweise sogar ein Studium. Ja, aber eigentlich gibt es auch keinen Sinn, aber naja. So, was macht man das? Weil man mit einer Ausbildung, einem Studium, mehr Geld verdient als jemand, der oder zumindest bessere Chancen hat, als jemand, der gar keinen Abschluss hat. Es besteht ja Schulpflicht, oder es gibt ja trotzdem die Option, keinen Abschluss zu machen. Ja, was ist quasi dann der Sinn des Lebens? So, wir haben da eine Ausbildung. So, und wenn wir besser qualifiziert sind, können wir auch in Jobs gehen, die mehr Geld bringen. So. Also wir gehen dann auf Arbeit irgendwann und verdienen Geld. Täglich gehen wir hin, verdienen Geld, gehen nach Hause, tun uns auch ein, haben wir auch ein bisschen Spaß, dann geht's am nächsten Tag wieder los. Für was verdienen wir Geld? Wir verdienen Geld, um uns Essen zu kaufen, um zu überleben, um die Steuer zu bezahlen, um andere Sachen zu machen, um so Arbeitskleidung zu kaufen. Also eigentlich gehen wir arbeiten, um zu funktionieren. Nebenbei können wir uns durch das Geld ein bisschen Spaß leisten. So, Problem ist, macht es Sinn? Nein. Warum kaufen wir zu essen, um zu funktionieren? Weil ich mal genau überlegt, was ich gerade sage, habe ich eigentlich recht. Denn das ganze Leben ist nur darauf ausgelegt, dass du funktionierst. Ja, mal vor, also ganz im Ernst, eigentlich, es gibt keinen Sinn. Da wären wir bei der Definition von Sinn stehen geblieben. Tja. Sinn, Gedanke, anderes Zeugs. Keine Ahnung genau die Definition mehr, aber ja. Ich würde vor allem gerne mal wissen, was ihr über das Thema denkt, weil da gibt keinen Sinn. Also das ganze Arbeit-Geld-System mit dem Sinn wird bald kaputt gehen. Bald wird die Roboterindustrie die Menschen übernehmen. Gibt es auch IT-Leute, die sich um die Roboter kümmern. Roboter-Systeme. Gut, noch ein paar Mechaniker. Ja. Meistens ist dann IT. So. Haben wir jetzt schon mal die Grundlage für unser ausgeschaffen? Ich glaube, wir können den Marktmanager fragen. Er wird großgütig zu uns sein. Aber trotzdem erstmal String zusammenkarren. Warte mal. String. Aber ich schreib's ja da auf Zettel. Ihr werdet es ja auch immer wieder nachhalten. Ich schreib's dann auf ein Schild. Von Rudolf, der Villager, hat uns noch ein Emerald geleitet.
Knallfall. Geliehen. Boah, bin ich auf einmal müde. Ist furchtbar. Ist schrecklich, wisst ihr? Weil ihr auf einmal so müde seid. Stimmt, die Crusher wollten wir uns ja bauen. Oder die Pulverisierer. Ja, ich glaube, die Crusher ist sinnvoller. Da regnet schon wieder vor zwei Bergen, regnet schon wieder vor zwei Bergen, regnet schon wieder, regnet schon wieder, regnet schon wieder vor zwei Bergen. Hey, yo, ich bin's du. Hey, yo, ich bin's Fall. Hey, yo, komm herein, es wird schon wieder vor den Bergen. Hey, yo, ich bin's fein. Hey, yo, wir sind fein. Hey, yo, es wird schon wieder vor den Bergen. Hey, yo. Ich find's cool, hey, yo, ich find's cool, hey, yo, hey, yo, hey, yo, es wird schon wieder von Bergen, hey, yo, hey, yo, hey, yo, es wird schon wieder. So, da sind wir wieder zurück zu also, ist. So, da sind wir wieder am kurzen Hey. Ja, noch einen kurzen Break. Kurzen Break-Cut, jetzt wird er wollt. Macht's einfach und... Ja. Nein. Schon mal gesagt, dass es eine schreckliche ist. Gerade nur das Spiel abgecrashed. So, und ca. 30 Minuten später nehme ich gerade weiter auf. Seht ihr? Und das ist mich so etwas, ja. Nee, nicht ganz, aber. So etwas, was mich aufregt. Ich glaube, ein was hat die Stopper mit zu tun. Weil jede Sekunde muss so viel Befehl ausgeführt werden. Das ist nicht gut. Wie geht der ganze Scheiß nie? Wer doch nicht gleich so aggro, Mann. Ich bin nicht aggro. Und ich werde auch nicht aggro. So. Guten Dieter haben wir ja letztens an Emmerald gefragt. Er hat ja gesagt. So uns einen leihen dürfen. Emerald von Dieter. Wir müssen ja auch zuerst anbeten, aber das hat. Wollen wir aber erst mal drauf schauen. Dieter. Ein Emerald. Gut. Danke, Vater im Himmel. Dieter. So, jetzt haben sie wirklich alle gelesen, denn die Aufnahme ist somit gesaved und ja, sicher im Kasten. So. Warte, jetzt habe ich schon wieder komplett die Zeit vergessen. Nee, stimmt, ich hab's ja recht angemacht. Unsere Zeit ist aber gleich zu Ende, fällt mir übrigens gerade ein. Das ist eigentlich das falsche Buch, das fällt mir auch ein. Eigentlich haben wir nur noch 4 Minuten. Problem ist, sobald das Spiel kurz hängt, Overload hat, funktioniert das Ganze da drüben nicht. Also, bin ich schon wieder im falschen Buch. Wird heute nichts mehr. Das hat wohl nicht so ganz geklappt. Doch. So, also. Gold und Strings. Bam, 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 bam. Gold. Gold, 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 Gold.
kann man die OP-Äpfel ja nicht zurückkraften. Also die OP-Äpfel. Wer hat die OP-Äpfel gegessen? Aber langsam ja auch die Vorahnung, dass ja langsam alles irgendwie verschwindet. Seid ja auch gleich du verschwindest. Ich weiß. Aber ganz im Ernst, was ist das für Scheiß? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr wissen wollt, wie die Sigi-Spitzhacke und aus welchem Material die ist und wie wir die ganze genau machen, die ganze Kacke, schaut nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt, jetzt mal ganz ernst, mein Mikro ist doch an, oder? Muss ich das kurz checken. Welcome back. Ja, mein Mikrofon ist an. See you soon. Da kriegt man schon einen richtigen Schock. So. Naja, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft und ja, ciao.